Wir spielen ein ungarisches Programm und das ist ganz abwechslungsreiche Stücke von ungarischen Komponisten. Das Standardrepertoire für Blechbläser, das beinhaltet heutzutage eher Komponisten aus Amerika. Und wir fanden das ein bisschen schade, weil in den 1980er Jahren wurde in Ungarn sehr, sehr, sehr viel Musik für Blechbläser komponiert und auch sehr viel gute. Und da haben wir uns auf die Suche gemacht, uns ein paar Nischen zu suchen und ein paar Stücke rauszukitzeln, die heutzutage eigentlich kaum noch gespielt werden. Und da haben wir ganz schöne Schmankerl gefunden. Also das Spezielle am Sound eines Bläserensembles finde ich die große Farbenvielfalt. Wir haben eine riesige Range. Wir können sehr fein spielen, teilweise in den Charakter von Holzbläsern reinzugehen, aber dann auch wahnsinnig laut aufziehen und sehr groß, fast schon wie eine ganze Brassband klingen. Und obwohl wir relativ wenige Musiker mit fünf Musikern sind. Uns ist es wichtig, dass die Blechbläser auch ernst genommen werden als eigenständiges Kammermusikformat, als wirklich ernste Musik. Und deswegen unterstützen wir das immer, dass wir Originalliteratur spielen und auch vielleicht nicht die Stücke, die jedes Blechbläserquintett schon 30 Mal durchgespielt hat, sondern wir suchen immer wieder Stücke, die entweder noch nicht bekannt sind oder wieder in Vergessenheit geraten sind. Da müssen wir unbedingt dranbleiben, dass auch die Literatur weiter wächst und wir nicht immer nur Sachen spielen, die schon 200 Jahre alt sind. Ja, wir sind ein ziemlich bunt gemischter Haufen. Wir haben uns 2007 gegründet. Wir waren alle im Bundesjugendorchester. Wir kommen aus ganz Deutschland. Das macht natürlich die Probearbeit nicht wirklich leicht, weil wir uns immer wieder für jedes Konzert, für jede Probe zusammentreffen müssen und jeder natürlich auch seine Familie, seinen eigenen Job hat. Und wir haben uns sehr stark zusammen in eine Richtung entwickelt, sowohl musikalisch als auch menschlich.